Einen wunderschönen guten Abend, liebe Extra-Time-Zuschauer. Es ist wieder soweit. Ich habe ja gesagt, wir haben kurz vor dem Endspurt dieser Serie, sage ich mal, nochmal richtig ringehauen und haben uns den einen oder anderen Gast eingeladen. Wir haben ihn auf der Facebook-Seite präsentiert. Ich habe heute auf meiner Insta-Story gesagt, wer es ist. Ich freue mich sehr, 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 dass das kurzfristig einrichten konnte. Ah, siehst du, jetzt ist der Ton wieder da. Juhu! Aber ich glaube, am Bild, Kevin, ist toll, aber ich muss leiser machen. So, Kevin, danke schön, lieber Kevin. Ich bin schuld. Ja, jetzt nochmal. Leider passiert es immer wieder. Hasan, hat nichts mit dir zu tun. Es ist einfach mittlerweile gang und gäbe. Hasan Keskin ist heute hier bei mir, Jugendleiter Viktoria 89 Berlin. Und ich hatte in meiner Instagram-Story ihn so angekündigt, dass ich gesagt habe, einer mit der erfolgreichsten Jugendleiter in Berlin dieses Jahr. Denn er wird uns gleich sagen, warum. Aber ich sage jetzt erstmal herzlich willkommen. Schön, dass du da bist, Hasan. Danke, gerne. Wie konnte ich auch Nein sagen? Das ist sehr, sehr nett. Hasan, aber erstmal, wie geht's dir? Danke, es geht mir gut, aber eins muss ich korrigieren. Gerne, bitte. Also bei uns Viktoria gibt es keine Jugendleiter in dem Sinne. Okay. Nur zur alles Info. Gut, alles gut, alles gut. Es gibt halt, wir haben so einen organisatorischen Aufbau, dass jetzt ein sportlicher Direktor mit Rocco Teichmann für den ganzen Verein zuständig ist. Schöne Grüße gehen raus an Rocco. An alle. Und dann gibt es halt die Jugendkoordinatoren. Ne? Und ich bin eine von denen, ich bin derjenige, der für Großfeld Leistungsbereich zuständig ist, okay. Sprich U19, U17, U16, U15, U14. So, das sind die Bereiche, für die ich zuständig bin. Fast die komplette Jugendabteilung. Ja, für den einen oder anderen Verein, ja, aber wir haben ja noch mal fast 60 Jugendmannschaften, darf man nicht vergessen. Und da brauchst du halt, wenn du Jugendleiter nennst, wirklich jemanden, der das Ganze wirklich als Beruf macht. Gibt es denn einen Jugendleiter oder ist das wirklich alles abgefangen über die Person, sozusagen Jugendkoordinator, genau. Ja, sportlicher Direktor? Ja, es gibt also mehrere Koordinatoren, einmal für Kleinfeld, mit Thorsten Fubel, dann gibt es halt für Breitensport mit Ricardo und dann gibt es halt für Frauenbereich nochmal. Also wir haben eigentlich da 4, 5 Koordinatoren, die das Ganze halt im Jugendbereich organisieren. Jeder in seinem Bereich und anscheinend machen wir das gar nicht mal so verkehrt. Ich korrigiere mich, liebe Extra-Time-Zuschauer, also er ist nicht einer der besten Jugendleiter, sondern einer der besten Jugendkoordinatoren im Großfeldbereich und im Leistungsbereich. Und ich hoffe, dass es damit denn okay? Wunderbar. Hast du super. Scherz beiseite. Super erzählt. Schön, wie gesagt, schön, dass du da bist. Du hast uns jetzt mal ganz schnell zusammengefasst, wie die Abteilung funktioniert von Viktoria, dass es auf viele Schultern verteilt ist und dass jeder sein Brot dazu beiträgt. Und dieses Jahr hast du. Ja, ich denke, mein bisschen Bereich mehr dazu beigetragen, glaube ich. Hat ein bisschen mehr Erfolg, aber Erfolg wird leider halt immer wieder daran gemessen, stehst du ganz oben auf der Tabelle, bist du erfolgreich, bist du halt irgendwo unten oder im mittleren Bereich, bist du weniger erfolgreich. Auch das finde ich zwar immer so ein bisschen vermessen, weil jeder trägt dazu bei, jeder Saison gibt es halt neue Konstellationen, jeder Mannschaft, jeder Trainer muss sich halt in diesen Konstellationen wiederfinden. Mhm. Und das ist nicht einfach und deswegen fände ich es schade, wenn man sagen würde, ja, du bist der Erfolgreichste. Nein, ich denke, diesen Lob kann man und muss man an den ganzen Verein so ein bisschen runterbrechen und sagen, alle haben dazu beigetragen, wirklich ganze Verein stand auch hinter uns, hinter diesem Jugendbereich. Und das sind nun mal die Aushängeschilder. Ja. Und da haben wir alle gemeinsam eine gute, denke ich, Arbeit geleistet. Kann man wohl sagen, wenn ich mir überlege, dass die A-Jugend, glaube ich, die B-Jugend in die Bundesliga aufgestiegen ist von Viktoria, wenn ich mich richtig informiert habe. Kommen wir aber gleich zu. Ja, wie gesagt, wir sind ja heute hier, um auch dich mal ein bisschen näher kennenzulernen. Wir kennen uns schon ein paar Jahre, aber ich habe heute zum Beispiel im Smalltalk erst mitbekommen, was du so tust beruflich. Und für mich war es klar, eigentlich hast du nur was mit Fußball zu tun. Aber da bin ich heute eines Besseren belehrt worden, liebe Extra-Time-Zuschauer. Deswegen, du musst nicht auf private Dinge eingehen, aber vielleicht, was du jetzt fußballerisch die Jahre gemacht hast hier in Berlin, wie lange bist du schon hier, wie sieht deine Fußballkarriere aus? Hast du selber eventuell mal gespielt hier in Berlin? Also wirklich rein ums Sportliche. Ja. Weil mich interessiert es sehr, wir kennen uns schon so lange und wir haben eigentlich, glaube ich, sehr wenig Zeit gehabt, uns mal so auf dieser Ebene zu unterhalten. Nein, das ist sicherlich wahr. Also ich bin ja nun seit 76 in Deutschland, wie viele wahrscheinlich meine Altersgenossen. Bin mit 11 Jahren halt nach Deutschland gekommen. Und mit 12 habe ich dann angefangen, auch schon im Verein Fußball zu spielen, weil das war
eine Leidenschaft von mir. Und da man nun halt die deutsche Sprache nicht so beherrscht hat wie heutzutage, da habe ich bei Türkspor angefangen. Alles gut, da habe ich super Typen kennengelernt, super Menschen kennengelernt, wie der Bruder von Ilyas Tüfekçi Kerimavi, den ich von hier begrüße, Urabi. Also es waren wirklich dufte Typen und Kerle, mit denen man, wo man auch als Jugendlicher was lernen konnte. Wir hatten auch sehr bodenständige Trainer, die von uns nicht nur jetzt die Bundesliga erwartet haben, aber die uns was haben versucht beizubringen. Und das war irgendwann für mich der Sprungbrett als Spieler mit 17, 18, da träumst du von so vielen. Habe ich gesagt, ich wechsle mal, jetzt kann ich ein bisschen Brocken mehr Deutsch, gehe ich mal zum Traber FC. Da hatte ich mit Lorenzo einen sehr guten Trainer und sehr guten Menschen, von denen dann noch weiß, einiges dazu lernen konnte. Auch dann halt mit Männerbereich so Tuchfühlung waren, wurde als Jugendlicher Spieler halt Samstag gespielt, Sonntag da, irgendwie im Kader und Stand. Also das waren schon für mich im Jugendbereich die wichtigsten Stationen. Und dann ging es halt weiter wieder zu Türkspor. Und da waren wir halt wirklich eine sehr gute Männermannschaft, wo du als Jugendlicher reinkommst. Und ja, Verletzung, davon bleiben wir nicht geschont. Ich glaube, 22 oder 23, wo ich dann war, musste ich dann aufhören. Dann habe ich geheiratet und habe ich erstmal aufgehört mit Fußball, weil meine Frau gesagt hat, jetzt auch mal für mich Zeit. Okay. Du hast als Verlobte keine Zeit gehabt mit füreinander. Jetzt als Mann noch mehr diese 4, 5 Tage weg. Und sie hat recht behalten, bis zu einem gewissen Grad halt. Ne? Bis dann der erste Sohn schon da war, sehe ich in dem Fall. Schöne Grüße an die ganze Familie. Ja, von hier und alle. Ja, und dann hieß es eigentlich nach 4 Jahren, wir melden unseren Sohn an, obwohl sie nie mit Fußball zu tun haben wollte. Und aber Jenga wollte das? Oder sie hat gesagt, mit, er soll Fußball spielen? Ja, mit eigenen Händen. Obwohl du aufhören musstest. Ich musste aufhören. Gut, auch Verletzung bedingt. Ja, aber gut. Seitdem ist sie mit mir auf den Plätzen. Ne? Also so geht es. Und wie lange ist es schon her? Also 26 Jahre. 26 Jahre. Liebe Extra-Time-Zuschauer, das müsst ihr euch mal auf der Zunge zergehen lassen. Du bist mit 17, 18 hergekommen oder warst du noch ein bisschen jünger? Ich war 11. 11. Mit 11 Jahren hergekommen. Ich sage mal, zu einer Zeit, wo es gar nicht so einfach war in meinen Augen, weil die Kinder heute, in Anführungsstrichen, also nach so Semi-Generation, meine Generation, sage ich jetzt mal, ich finde, wir haben es ein Stückchen leichter gehabt. Weil damals unsere Eltern schon etwas integrierter waren hier. Die haben schon, auch wenn sie es nicht gut konnten, aber die wussten zumindest, wie sie miteinander umgehen. Aber eure Generation ist ja von 0 auf 100 hierher. Ohne ein Wort Deutsch, ohne irgendwas zu wissen, ohne sich hier mit Gegebenheiten auszukennen. Wie schwer war es für dich damals als Migrationskind? Sag ich ja, ich sag dir mal so, du kommst hier hin und nach einem Monat denken schon die Eltern, du kannst perfekt Deutsch und du wirst schon mitgeschleppt zum Arzt und zum sonst wohin. Du musst Übersetzer, Dolmetscher spielen einfach. Ne? Und versuch das mit Händen und Füßen, geht nicht. Also das haben meine Eltern Gott sei Dank sehr schnell erkannt und haben gesagt, so, Schule da, aber ihr geht jetzt mal zu, jetzt muss ich Werbung machen, zur Hartnackschule nochmal. Alles gut. Und da nach 3 Monaten hast du schon mal eigentlich diesen Grundwissen und auch mit den ganzen Vokabeln und auch mit den Grammatik und hast schon mal so langsam zurechtgefunden. Und dann ging es nur noch bergauf. Du konntest nur noch irgendwas draufpacken und irgendwann bin ich dann halt von dieser türkischen Schuleklasse eigentlich direkt in die deutsche Klasse gekommen und das war dann schon eine andere dann Welt für mich, weil ich habe mich irgendwo unterfordert gefühlt gehabt halt in diesen Klassen, weil ich hatte in der Türkei halt die Oberschule schon besucht, ein Jahr. Und es fiel mir schwer, sich wieder da unterzuordnen, wo du alles so sagst, das hast du schon ein paar Jahre vorher schon gehabt. Gut, aber ansonsten, wir haben natürlich schwerer gehabt ne, als ihr, weil das war halt die Generation, die nur die erste Generation vor sich hatte als Vorbild, nichts anderes. Und die hatten ja nur ein Ziel in den Augen, erstmal so viel wie möglich verdienen und dann ab geht die Post wieder nach Hause. Haben sie es dann auch gemacht irgendwann, als dann habe, oder ist es dabei geblieben? Ich sage mal, ich weiß jetzt, dass Papa jetzt drüben ist, aber meine sind die Eltern, denn wirklich irgendwann drüber? Ja, mein Papa hat gesagt, so jetzt 84 hat er gesagt, du hast geheiratet, der jüngste Bruder heiratet bald wahrscheinlich auch. Okay. Also jetzt reicht es mir. Meine Mutter wartet auch da drüben auf mich. Ich habe ein Haus, meine Rente, ich gehe. Ja. Das war's. Und dann sind sie gegangen, konntest du nichts machen. Das ist eine Entscheidung,
die wehgetan hat, klar uns, weil du hast kaum deine Eltern wiedergefunden und so nach 7, 8 Jahren verlässt du sie wieder und war natürlich nicht schön. Also für unsere Generation, ich denke, wir haben schwerer gehabt. Erst musst du das Deutsch lernen, dann musst du dich hier sicherlich integrieren, versuchen. Ja, das ist halt nicht einfach, das ist eine Leistungsgesellschaft, das kennst du von da drüben nicht. Du musst dich zurechtfinden, du musst halt manchmal Ellenbogen, manchmal mit Gefühl. Alles schön, ich denke, wir haben es ganz gut gemeistert für unser, ja, für unsere Generation, sage ich mal, überwiegend. Ich sage, so wie es ist, Hassanabi, ich muss nur mal meine Uhr immer leise, ich vergesse das immer wieder. Alles gut. Sorry, Leute. Sorry, Hassanabi. Also, ich sage es immer wieder, Hassanabi, das ist die Generation, die vor mir da war, die kann unheimlich stolz auf sich sein. Auch wir jetzt, so klar, mittlerweile, auch unsere Kinder können echt stolz auf uns sein oder auf sich selbst sein, weil wir schaffen schon eine ganze Menge mittlerweile. Also, wir sind nicht mehr die Gastarbeiter, sondern wir sind, bin ich der Meinung, hier angekommen jetzt mittlerweile. Na, oder wie siehst du das? Also ich denke, diese Vokabular Gastarbeiter ist für mich eigentlich schon lange vorbei. Danke. Ich meine, wir sind schon lange hier eigentlich ein Teil dieser Gesellschaft. Mit allen Rechten und Pflichten, bin ich der Meinung. Und die meisten machen das schon ganz gut. Und wir haben nicht das Gefühl, dass wir jetzt dadurch irgendwo uns ausgegrenzt oder sonst wie fühlen, bin ich der Meinung. Weil du hast vor 15 Jahren vielleicht ein bisschen Bedenken gehabt, wenn du in Auswärtsspiele sehr weite Wege gefahren bist. Ne? Oh, was erwartet mich und so. Gut, wir haben auch mit Türkei 2019 damals in der Regionalliga auch mal vielleicht das ein oder andere Erlebnis gehabt. Aber im Großen und Ganzen, ich bin mit den ganzen Leuten Freunde geworden. Ich habe vor, glaube ich, ein paar Tagen einmal nur angerufen, weil ich gehört habe, es geht ihm nicht gut. Okay. Und der Mensch hat sich so gefreut und Hassan, dass du dich meldest. Oder dass man sich mit irgendeinem gegnerischen Trainer in der Türkei im Urlaub findet und wieder trifft. Also, es ist, und man kann sich ins Gesicht gucken natürlich, und sich gegenseitig die Hand geben und ins Smalltalk führen. Und so muss es sein. Und das ist Sport, lieber Extra-Time-Zuhörer. Das ist ja, denke ich, was Fußball insbesondere jetzt bei uns halt in unserer Situation ausmacht. Ich finde, das verbindet viel mehr. Man kann sich bekämpfen, man, auf dem Platz ist doch alles okay. Aber danach muss diese Shakehand geben und da muss ich dann auch wirklich in die Augen gucken. Richtig. Im Rückspiel sieht man sich erstens wieder und zweitens, ach, die Welt ist doch eigentlich so klein, man findet sich immer wieder. Ja, und das Leben ist, finde ich, so kurz, um über sowas eigentlich viel mehr durchzustreiten. Hast du recht, wir gehen auch wieder zurück ins Sportliche, liebe Extra-Time-Zuschauer. Aber vorher möchte ich natürlich nochmal erwähnen, dass wir einen neuen Gönner haben für unsere letzten drei Sendungen. Und zwar ist es die Fußballschule Volltreffer. Die unterstützt meine kleine, aber feine Sendung, dass es weitergeht. Und wir haben ja gesagt, heute ist Hassanabi dran. Am Freitag kann ich euch schon den Gast verkünden. Es ist der sportliche Leiter, soweit ich weiß, von Eintracht Mahlsdorf. Da freue ich mich sehr besonders drüber, weil bei denen geht es ja zurzeit heiß her. Mit Daniel Vollbart, da gibt es viele Neuzugänge, Abgänge, auch hochkarätige Neuzugänge. Ja, ich sage mal, Philipp Malinowski ist einer mit, der, sage ich mal, die mir jetzt gerade einfallen spontan. Da geht es richtig gut her, also dementsprechend seid gespannt. Am Freitag haben wir dann den sportlichen Leiter von Eintracht Mahlsdorf da und am Montag den Präsi vom Berliner Fußballverband, den Bernd Schulz. Auch das wird eine richtig spannende Sendung werden. Was ich euch noch bitten würde, teilt die Sendung. Ja? Ich sehe, wir sind ein paar Leute, aber ich glaube, da kommen so ein bisschen, ja, so ein bisschen müsst ihr schon auch mal aus dem Knick kommen. Wenn ihr Fragen habt, rein in den Chat. Ja, könnt Hassanabi gerne fragen, was ihr möchtet. Es haben auch schon welche geschrieben. Hallo miteinander, Thomas Witschin. Hallo Thomas. Emre Doğan, also Bora, sagt viele Grüße, Hocam. Grüß dich schön. Danke, grüß dich. Ihr kennt euch wahrscheinlich noch aus der Zeit vom BAK oder schon vorher? Ich habe ihn angestellt bei BAK. Kommen wir auch noch zu, liebe Extra-Time-Zuschauer. Wie gesagt, vielen, vielen Dank natürlich an Murat Turhan und Galip Gül, die die letzten Sendungen bei uns unterstützt haben. Er war ja bei uns zu Gast, hat ja ein bisschen was über sich erzählt. Und natürlich vielen, vielen Dank an die Fußballschule Volltreffer, die uns jetzt die nächsten Sendungen unterstützen. So, jetzt glaube ich, habe ich genug Werbung gemacht. Okay. Und ich würde jetzt gerne nochmal zurückkommen zu dir, Hassanabi. Jetzt haben wir gehört, spielen. Hast gespielt, wunderbar. Wann Trainer. Wann hat es angefangen, wo du gesagt hast, es reicht, ich mache jetzt einen Trainer? Ja, wann fängt es an, wenn du dann halt siehst, da ist dein Kind im Spiel mittlerweile. Ne? Okay. Du gehst nicht auf den Platz, um irgendwie dir das Ganze anzugucken. Du willst, dass er was lernt, du willst, dass er sich entwickelt. Und irgendwann habe ich gesagt, also jetzt wirst du fast gerufen. Also ich habe gesagt, nein, das kannst du. Das kann nicht so schwer sein. Zumal du ein bisschen eigentlich eine Erfahrung mitbringst.
dann habe ich mir vorgenommen, so, wenn ich das mache, dann mache ich das richtig. Ich will es nicht so machen, habe ich gesagt, wie die. Also ich habe selbst als Fußballer Laufen gehasst, also diese Bahn, das war nichts für mich, nie. Also ich 10 Runden, das war schon fast zu viel, habe ich eigentlich nie gemocht. Und damit stand für mich fest, ich will den Fußball beibringen. Okay. Und somit habe ich eigentlich dann gesagt, okay, ich mache das. Da war Silvia Kiergastner, Thomas Witschen war, glaube ich, zu dem Zeitpunkt auch schon da. Wo war? Bei Schöneberg. Bei Schöneberg, okay. Das ist bei mir gleich um die Ecke. Ah, okay, und okay, da okay, kann ich dann, war der Nächste, wo wir sagen, okay, okay, da gehen wir jetzt hin. Und obwohl sie zu damals, glaube ich, schon etwas größere Jugendabteilung hatten, das war für uns die erste Option. Ist gleich um die Ecke, kannst du vorbeibringen, musst du nicht immer mit Auto oder sonst wie. Ja, da habe ich dann gesagt, ich mache das. Und, was war das für eine Jugend? F-Jugend schon. F-Jugend. Wir haben ganz klein bei Minis angefangen. Ich habe die Bilder, du okay, wirst lachen. Jetzt haben wir mitgebracht. Die haben bestimmt toll gewesen. Die haben mehr Blumen gepflückt, als sie mit dem Ball eigentlich okay, gespielt haben, so ja, wie die halt in dem ja, Alter sind. Das waren echt schöne Zeiten. Ich bin da 10 Jahre, glaube ich, geblieben. Können wir festhalten, Schöneberg, erste Trainerstation? Ja, okay. Da habe ich dann die Jugend angefangen. Da habe ich aber auch schon die ersten Männer gemacht. Zugleich und da in diesem Zusammenhang, da habe ich auch alle meine Lizenzen zu Ende machen können, bis zur A-Lizenz. Und dann war irgendwann der Zeitpunkt, wo ich gesagt habe, so, jetzt muss aber auch eine Trennung her. Für mich erstmal, der Sohn hat dann noch weitergespielt und ich kam dann eigentlich über kurzen Umweg dann zu Türkei. Okay. Und seitdem bin ich eigentlich fast nur noch überregional tätig. Da sind wir mit der A-Jugend gleich im ersten Jahr aufgestiegen in die Regionalliga. Im nächsten Jahr hatten wir den Pokal geholt und nach 2 Jahren bin ich dann zur NSC Trabzonspor. Okay. Die waren in Landesliga, also ich habe dann viele Spieler von damaligen Türkiern noch mit rübergenommen gehabt, die A-Jugendspieler. Und eine Mischung eigentlich aus Erfahrenen, das war eigentlich eine sehr gelungene Mischung, mit denen wir in die Berlin-Liga aufgestiegen sind. Und da war eine sehr schöne Zeit, wirklich eine sehr schöne Zusammenarbeit, bis dann eigentlich auch im Vorstand irgendwie das nicht mehr so hingehauen hat, auch mit Finanzierung. Gut, das ist passiert halt. Was, wann war das? Vom Jahr her? Hast du es noch im Kopf irgendwie? Also 2012, 2013. Okay, also noch nicht so lange, nein. 8 Jahre. Also knapp 10 Jahre, okay, sagen wir mal so. Okay. Also um den Dreh war das und dann bin ich ja direkt wieder in die Jugend gewechselt zum LFC damals. Okay. Und da hatte ich dann die U19 übernommen. Die starke Abteilung eigentlich, ne? Also sowieso größte Jugendabteilung. Größte Jugend, gewesen, sagt man in Deutschland, ja. Aber die A-Jugend war nicht so stark, leider Gottes. Und okay, die waren so irgendwo im Abstiegsgetummel. Und ich musste sehen, dass ich erstmal gegen den Abstieg kämpfe. Das haben wir geschafft. Und ein Jahr später haben wir gesagt, okay, jetzt müssen wir ein bisschen mehr. Also das Ziel, also jeder, der mich kennt, also ohne Ziel würde ich da irgendwo nicht arbeiten wollen. Zumindest fast fußballerisch in dem Sinne. Und da habe ich gesagt, okay, wollen wir, da war Andreas Stadkiewicz noch unser Jugendleiter auch, damals gab es noch einen. Und war eine schöne Zeit. Bis zur Bundesliga ging es dann hoch, innerhalb von 3-4 Jahren. Mit dem LFC? Mit dem LFC, dann kam ja inzwischen die Fusion. Okay, also du hast die Fusion komplett mitgemacht, oder? Komplett. Okay. Da haben wir auch okay, mitgemacht. Dann waren wir halt dann mit der U19 Regionalliga, dann Bundesliga. Dann musste ich aber einen Cut machen aus familiären Gründen teilweise, weil wir hatten dann Todesfall und Krankheit mit der Familie. Das heißt, du hast dann ein halbes Jahr ausgesetzt. Hat aber nicht lange gehalten, diese Pause. Und im Sommer ging es mit Hertha 06 weiter. Als Männertrainer in der Oberliga. Aber zwischendurch hatte ich aber auch bei Viktoria, erste Männer, schon mit Simon Rösler trainiert. Wo damals die Abstiegsgeschichte war. Ja, da mussten wir auch das Ganze gerade biegen haben, auch mit ihm. War eine sehr schöne Zeit auch mit Simon auch hier. Schönen Gruß an Simon. Viel Erfolg bei Hertha 06. Ein sehr guter Mensch, den ich auch sehr schätze. Also wir haben durchweg, also ich muss sagen, sehr wenige negative Erfahrungen gehabt. Also unter Trainern und auch mit den ganzen Spielern. Wir haben eigentlich gute Beziehungen, zu denen man heute noch aufrechterhält. Ja, und dann ging es mit Hertha 06 erstmal steil nach oben. Du warst 3-4 Spieltage, glaube ich, auf Platz 1. Und dann kam, dass ich lache, aber das ist, ich weiß, was jetzt kommt. Nein, kommt nichts. Also. Es kommt nichts. Und dann ist es so halt beim Fußball, dann sagt man sich, okay,
irgendwas passt nicht zusammen, dann geht man auseinander. Alles gut. Nein, ich meinte ja nicht negativ, aber es ist so typisch, Hasan Abiyane. Versteh mich bitte nicht falsch, ich mag Hertha 06 unheimlich, auch unsere anderen Vereine mag ich unheimlich. Aber bei NSC Trabzonspor genau. War ich auf Platz 4 und wir haben nur gegen Union in dem letzten Spiel verloren. Ansonsten wären wir wahrscheinlich genau. Höher. So. Auch da, also das ist halt das, was ich meine. Weißt du, das ist, keine Ahnung, das ist halt, aber wieder, das ist typisch unsere Mentalität, liebe Extra-Time-Zuschauer. Sind wir stolz auf so eine Mentalität? Nein, aber wir sind stolz einfach auf das, was wir erreichen. Und das sind so Sachen, wo ich dann immer wieder sage, Mensch, Leute, seid doch mal ein bisschen geduldiger. Oder wie auch immer. Ich meine, du bist jetzt in einer ganz anderen Position. Ne? Du hast halt mehr Geduld. Ja, aber das ist halt so. Ich meine, es gibt zwei Seiten. Einmal das, was auf dem Feld sich abspielt und einmal außerhalb. Ja, ja. Und wir könnten über beides wahrscheinlich 10 Sendungen machen. Da könnte ich ja so viel erzählen. Auf jeden Fall. Ich denke, das sprengt den Rahmen, das bringt auch nichts. Ich bin auch der Letzte, der irgendwo nachhakt und sagt, das hätte, dies hätte. Nein, wenn und aber gibt es nichts, vorbei. Aber wir hätten gerne natürlich da weitergemacht, so ist es nicht. War ein junges Team. Du hast gesehen, mit den Punkten sind sie fast in der Liga geblieben in dem Jahr. Ja, das ist so, da hat man sich getrennt. Und dann kam halt BAK, Jugendabteilung, ein Jahr Erfahrung, sage ich da nur, alles gut. Auch da habe ich wirklich sehr nette Menschen kennengelernt. Also wirklich, das, ich bin da sehr gut aufgenommen von Eltern, von Trainerkollegen. Ich hatte zum Schluss ganz offen und ehrlich gesagt mit dem Vorstand so meine Differenzen. Und das war dieser, nicht der Präsi, sondern dieser Jugendvorstand, die sich so genannt hatte. Und da habe ich gesagt, Leute, ich habe das nicht nötig, ich gehe. Und ich habe euch gesagt, ich glaube, ihr werdet auch nicht länger bleiben. So war es auch im Sommer, sind sie auch hier gegangen. Ja, das ist halt nun mal in diesem Geschäft so üblich anscheinend. Aber ich möchte nicht ein Teil dieser Üblichkeit sein. Ja, ja. Das habe ich mir vorgenommen und ich versuche das auch einzuhalten. Ich denke, das zeichnet auch jetzt nach meiner Rückkehr zu Victoria das auch ein bisschen aus, dass wir da etwas langfristiger planen und planen können. Gott sei Dank habe ich da auch wirklich die Leute, mit denen man auch langfristig arbeiten kann. Ob das im Vorstandsbereich Ebene oder ob das mit Rocco Teichmann ist, mit denen wir eigentlich sehr, sehr gut harmonieren. Auch mit dem Trainerteam haben wir eigentlich keine Probleme. Das heißt, das sind junge Leute, die wollen klar ihre Ziele erreichen und wir versuchen denen eigentlich diese Begleitung oder Gleichschutz zu geben und in dem Sinne versuchen, den Rücken freizuhalten. Ich denke, das ist uns auch die Saison sehr gut gelungen. Und wenn du so rundherum kurz Revue passieren lässt, war das Hasan Keskin. Hört sich gut an. Ich glaube, wir sind aber noch lange nicht am Ende, denn das ist wirklich nur ein ganz kurzer Ausschnitt von dem, was er im Prinzip auch jahrelang macht. Wir kommen auch gleich ein bisschen, möchte ich gerne näher darauf zurückkommen, auf deine Aufgabe bei Victoria 89 Berlin. Hier schreibt ein Zuschauer eine Frage. Alpha Alpha sagt, welche Probleme es beim BAK gab. Musst du antworten, kannst du antworten, wenn du möchtest. Er hatte ja gesagt, dass es nicht mit dem Vorstand an sich, sondern mit der in der Jugendabteilung. Ja, wir hatten eine Meinungsverschiedenheit mit dem sogenannten Jugendvorstand, was mir eigentlich da vorgestellt wurde. Und wo ich dann halt gesagt habe, also wenn ich ein Jugendleiter bin und wenn ich die Entscheidung nicht treffen darf, dann bin ich hier verkehrt halt. Ne? Ja. Und das war für mich dann irgendwo ein Zeitpunkt, wo ich gesagt habe, ich bin keine Marionette, ich muss meine Ideen, meine Visionen auch in Taten umsetzen können. Na, dafür holt man ja eigentlich einen Jugendleiter, oder? Also, ja, aber gut, das war halt so eine, denke ich mal, fehlende Kommunikation auch teilweise vielleicht zu Presi, obwohl er war, glaube ich, der Letzte, der sich wünschen würde, hat dann sich auch nachhinein so geäußert, dass ich gehe. Aber die Umstände waren so, und ich bin da leider auch manchmal auch vielleicht, ja, aber emotional möchte ich nicht sagen, aber ich empfinde das dann halt irgendwo als nicht Anerkennung dessen oder keine Wertschätzung. Und dann habe ich gesagt, dann brauche ich hier nicht so sein. Ich finde konsequent, kann man sagen. Also konsequentes Handeln ist immer wichtig. Ich bin genauso ein Mensch und gerne Alpha Alpha. Er bedankt sich, dass du nochmal geantwortet nicht deswegen, hast. Nicht deswegen, gerne. Konsequent sein muss man halt auch einfach. Ja, und man das ist halt so. Für sich, ne? Für sich entscheiden, fertig ist die Laube. Hasan Abi, wir haben ja eigentlich wirklich ein langes Fußballerleben wirklich in gerade mal 5 oder 10 Minuten reingepackt. Vielen, vielen Dank dafür. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin auch ein bisschen aufgeregt heute, weil es ist für mich nicht immer normal, weil wie gesagt, du weißt, was ich von dir persönlich als Mensch halte, wie ich dich mag. Und für mich ist es immer schön, sowas Neues zu erfahren über dich. Und ich würde gerne jetzt mal auf deine aktuelle Zeit bei Victoria 89 nochmal kommen. Eigentlich hast du ja eine relativ schwere Zeit gehabt. Nicht vielleicht direkt,
Das hat ja mehr was mit den Männern zu tun gehabt, die Insolvenz, die Abgewehrte und, und. Trotz all den Schwierigkeiten hast du es wirklich geschafft, aus deinem Haufen, so sage ich es immer, eine gute Einheit zu machen, gute Trainer zu verpflichten, sie A-Jugend, sie B-Jugend, dein, gut, C-Jugend. Dein C-Jugend, also wirklich sehr, sehr gute Trainer, qualifizierte Trainer, und die auch da zu behalten zu dem Zeitpunkt, weil es war ja eine Zeit lang alles offen. Es hätte ja auch komplett schief gehen können, theoretisch. Erzähl uns ein bisschen, wie die Zeit so für dich aussah in dem Moment. War es sehr schwer? Hattest du sehr zu kämpfen? Oder hast du gesagt, du, ich habe eigentlich so ein tolles Team gehabt, wir haben das echt zusammengewuppt, das war überhaupt kein Problem? Also jetzt mal das Ganze, kann ich erstmal nur aus meiner Perspektive, ja, ja, das, was ich so empfunden, erlebt habe, schildern. Es war sicherlich nicht einfach, die Zeit. Aber ich muss ganz ehrlich ein Riesenkompliment an die Trainerkollegen und allen Beteiligten machen, die wirklich da nicht auseinandergeraten sind. Egal wie es damals stand, auch finanziell, da hat keiner dann irgendwie sich negativ geäußert oder so. Ich hatte eher das Gefühl, dass uns das Ganze zusammengeschweißt hat. Und das war das Positive, dass du da eigentlich wirklich auch diesen Kraft, den du da tanken konntest, zum Beispiel in letzter Saison noch hineinstarten konntest. Das heißt, keiner der Kollegen, keiner der Trainerkollegen kam nicht einmal auf uns zu. Und wieso ist es so? Also du hast immer das Gefühl, ja, die waren alle im Bilde. Und ich denke, da kann sich wirklich Victoria ganz stolz nach hinten lehnen und sagen, wir sind wirklich eine große Familie. Mhm. Und ich habe das, glaube ich, schon in meine letzte Face-Mitteilung auch mit dem Aufstieg da nochmal verkündet. Ja, ich bin wirklich auch glücklich, dass ich ein Teil dieser Familie bin, wo du wirklich auch das als Wertschätzung wiederkriegst. Und ich muss sagen, diese Zeit war vielleicht nicht einfach, aber das hat uns sehr, sehr, sehr viel eigentlich zusammenrücken lassen und hat uns dann auch irgendwo zusammengeschweißt. Ja. Und dadurch, denke ich, ist dieser Verein viel stärker und viel kräftiger nach vorne gekommen, als hätte sie vielleicht ohne diese Zeit gehabt. Ist denn das jetzt alles sicher, zukunftssicher? Also sind jetzt, ich sage mal, natürlich mit dem Aufstieg Bundesliga U17 und U19, richtig? Ja, ja. Genau. Aufstieg, ist denn das jetzt alles gesaved? Also ich sage mal, das kostet ja auch. Ich weiß ja, dass der DFB zum Beispiel viel gestrichen hat. Ich glaube 500.000 Euro oder irgendwie sowas. Ja. Zuschüsse für die Vereine. Ist das jetzt alles safe? Habt ihr schon... Ja, das muss man erstmal ein bisschen vielleicht entpacken. Hm, natürlich, gerne. Und zu uns, wir haben ja bei Victoria jetzt zwei Abteilungen quasi. Ne? Einmal hast du die e.V., mit den Berliner Mannschaften, die eigentlich im Spielbetrieb sind, und dann nochmal halt die GmbH, wo erste Männer, Frauen, U19 und U17 ausgegliedert sind. Okay. Okay. Das heißt, wir haben unser eigenes Budget, eigene Abteilung und die anderen 50, 55 dann ihre halt in unter e.V. Mhm, so, somit sind wir eigentlich an dem Gesellschafter gebunden, der uns das Ganze finanziert und er hat ja auch gesichert für die nächsten Spielzeit auf alle Fälle, okay, das Ganze mitzumachen. Und ich denke, dass uns zudem noch, was du gesagt hast, DFB hat zwar gestrichen, aber für die Regionalliga haben sie gestrichen, nicht für die Bundesliga U19, okay, U17. Das heißt, das bleibt ja eigentlich erhalten. Okay. Auf alle Fälle war das ja auch ein Ziel von uns. Wir haben ja gesagt, irgendwann müssen wir halt dahin, wenn erste Männer sagt, wir wollen in die dritte Liga, damit diese Spanne halt nicht so sehr groß ist, wie du mitbekommen hast. Wir sind da, mit was die Durchlässigkeit anbetrifft, von der Jugend zu Männer, eigentlich fast in Vorbildfunktion. Wir gehen fast jedes Jahr 5, 6 Spieler. Ja. Manche bleiben zwar nicht immer hängen, aber trotzdem siehst du, da ist eine Durchlässigkeit da. Da ist jeder auf sich allein halt auch aufgestellt und jetzt muss da noch jeder dafür kämpfen, dass auch das nutzt, diese Bühne. Mhm. Ich denke, da sind wir auch schon sehr, sehr weit voraus, den ein oder anderen Verein in Berlin. Und das macht denke das die Victoria attraktiver? Wir haben einen guten Zulauf. In der U19 besonders, aber auch in der U17. Du merkst, in U15, wir haben schon eigentlich die Kaderplanung abgeschlossen. Okay. Schon seit fast eine Woche, 10 Tagen, wo andere schon kämpfen. Das heißt, du wirst nie ganz abschließen, weil wenn irgendjemand kommt, dann sagst du, wenn wirklich jemand von ganz oben kommt, sagst du nicht nein, nein, natürlich lädst du ihn ein. Aber im Großen und Ganzen ist es schon safe. Und ich denke, auch da mit dem wirtschaftlichen Rahmen werden wir das Ganze sicherlich bewerkstelligen. Verstehe.
Alpha Alpha ist heute ganz fleißig, fragt, gibt es Trainerangebote für Sohnemann Sami Kestkin aus dem Ausland? Türkei, hat er in Klammern geschrieben. Ist da irgendwie wieder ein Gerücht unterwegs, dass Sami eventuell ein Auslandsangebot hat? Nein, Ausland nicht. Aber wenn du gut bist, dann hast du immer Angebote. Ja. Aber er fühlt sich wohl. Er fühlt sich wohl. Er fühlt sich bei Viktoria wohl. Ja, wir haben mit allen Trainern verlängert. Okay. Wir haben auch wieder konstant beibehalten. Okay. Das heißt, die Kontinuität bleibt uns erhalten. Wir haben eigentlich alle Leistungsmannschaften so wie letzte Saison auch. U19, U17, U15. Mhm. Also das bleibt so. Da ändert sich nicht. Alpha Alpha, hast gehört. Sami bleibt bei Viktoria, also keine Chance. Beşiktaş Istanbul muss noch warten. Ja, also ich bin Beşiktaş-Fan. Obwohl eher Galata, ich bin auch Beşiktaş-Fan. Aber es ist egal. Aber ich glaube, wenn das Angebot kommen würde von Beşiktaş Istanbul, glaube ich, dann würde Sami nicht zögern. Oder würde auf jeden würde Fall nicht gehen. Zögern, sicherlich nicht. Und du wärst der Erste, wahrscheinlich, der das erfahren würde. Stefan Dreyer, schön, dass du auch da bist. Arthur, Joko, Mahlzeit. Glückwunsch nochmal von meiner Seite aus zum Aufstieg. Ich hatte euch ja über Instagram schon gratuliert und über Facebook. Ich habe heute deinen Sportkoordinator oder Jugendkoordinator hier bei mir. Und ja, er winkt zu, grüßt dich schön. Schön, dass ihr alle einschaltet. Teilt mal die Sendung weiter fleißig. Wir machen jetzt weiter, denn wir kommen zu einer Situation, die eigentlich relativ einfach klingt, aber auch nicht so ist. Du hast die Seiten gewechselt, wo du zum BAK gewechselt bist, also ja, vom Trainer ja, zum Funktionär. Hast du danach nochmal was gemacht gehabt? Ich habe auch bei Schönerberg damals ein Jahr lang die Jugendleitung übernehmen müssen. Aber danach warst du immer danach nur in leitender Funktion. Danach war ich nur noch Trainer. Ja, Trainer. Kein Lust mehr gehabt als Trainer? Oder juckt dich das nicht immer noch, so ein bisschen an der Seitenlinie zu stehen? Nicht als sportlicher Leiter oder als Jugendkoordinator, ich meine jetzt als Trainer. Als Trainer jetzt? Ich bin irgendwo der Trainer, okay, sage ich mir. Der Obertrainer. Ich bin auch, ja gut, wir sind, Arthur guckt zu, Sami guckt zu, ja, natürlich, die wissen ganz genau, wir diskutieren, analysieren sehr viel miteinander. Okay. Das heißt, wir philosophieren auch sehr viel, das heißt, wir wollen uns ja weiterentwickeln. Klar, die Jungs wollen sich weiterentwickeln, ich will, dass sie vorankommen, ich will, dass ich selbst auch noch dazu beitragen kann, aber auch mich selbst weiterentwickeln kann. Ich würde auch Trainer machen wollen, aber es muss Sinn machen. Also okay, jetzt in dem Alter will ich nicht mehr irgendwo anfangen, wo ich sage, das ist schön, dass die Jungs endlich mal komplett sind oder so. Ja, ja, da willst du natürlich andere Ziele umsetzen. Aber ich glaube, davon bin ich erstmal weit entfernt. Wenn, dann sage ich dir Bescheid. Sehr gut. Jetzt will ich aber nochmal auf deine Aufgabe bei Viktoria 89 zurückkommen. Man hört ja viel. Jugendkoordinator, so wie du gesagt hast, Großfeldbereich, Leistungsbereich, ja, dann gibt es Kleinfeldbereich, dann gibt es dieses, dann gab es früher einen Jugendleiter, mittlerweile ist das auf mehrere Schultern verteilt. Kannst du uns einen Einblick geben, was ist die Aufgabe eines Jugendkoordinators? Ich sage jetzt mal gerade aus deiner Sicht. Ja, musst also was du, ich mache genau, quasi. Genau. Jetzt zur Zeit. Es ist lästig, aber du musst sehr viele Telefonate führen. Okay. Klar, du musst ganze Saison lang sehr viel drum telefonieren, ja, aber zurzeit geht es um Spieler, ja, um Trainer? Also ja, also es ist halt, du bist irgendwo in der Bundesliga, das kenne ich ja noch vor 4 Jahren, wo ich mit der Mannschaft aufgestiegen bin. Es ist halt extrem. Du kriegst so viele Anrufe, so viele Spieler angeboten und Eltern und irgendwelche Leute, die dann sagen, also den kenne ich, der ist gut ja, und wie ja, auch ja, immer. Also das ist lästig und das belastet dich natürlich so bis 22 Uhr, 23 okay, Uhr. Also das ist wirklich keine Ruhe. Das ist das vielleicht die negative Seite zurzeit, die wir erleben. Aber ansonsten ist das natürlich sehr interessante Aufgabe. Okay. Denn du musst ständig halt wirklich ansprechbar sein für die Trainer. Du hast Spieler, Eltern, die dich dann unbedingt kontaktieren wollen. Ja. Dann hast du Auswärtsfahrten, die du organisieren musst. Dann hast du Spielanalysen mit den Trainern, die du machen musst, wo du sagst, du bist ja fast allen Spielen dabei, soweit es die zeitliche Rahmen das ermöglicht. Und dann gehst du halt wirklich in intensive, hängt dir schon im Bus an, wenn du zurückfährst. Ne? Und da analysierst du dich. Und dann, wenn du so eine Sportlerfamilie hast, so eine Trainerfamilie wie wir, da kennt sich Frau bestens aus, da kennt sich Sohn aus, Tochter klingt sich aus und Schwiegertochter sind so nur Zuhörer. Aber du hast ja sehr viel Diskussionsbedarf, das lässt dir keine Ruhe. Diskutiert ihr auch ja, Frauen? Sehr viel, echt? Leider, ja, ja. Und das kommt leider vor, dass du als Familie sagst, also Sammy, lass mich jetzt in Ruhe oder so. Und dann kommt natürlich auch mein Freund Arthur, ist, ja,
Also die habe ich alle natürlich auch bis ins Herz eingeschlossen. Mhm. Sind nur dufte Typen, die dann anrufen, ja, wo du nicht sagen kannst, aber jetzt haben wir schon 21.30 Uhr, leg auf. Nein, da gehst du natürlich noch ran. Also es ist sehr vielseitig. Mhm. Und dann die Kommunikation halt zwischen der Geschäftsstelle, zwischen der Männerabteilung, du stehst dazwischen, musst natürlich auch teilweise Feedback geben, was läuft ab, wie läuft es, was kann man noch anders machen, wo haben wir Handlungsbedarf, wo nicht. Es ist sehr, sehr viel umfangreicher, als man das von außen sieht. Mhm. Du begleitest teilweise Trainingseinheiten. Du musst nicht an allem dabei sein, aber du gehst hin und willst ja gucken, was läuft da ab, okay. Wie verhalten sich, wie benehmen sich. Brauchen die was? Brauchen die deine Unterstützung? Manchmal muss man sich nur zeigen lassen, reicht das schon? Also, weil dann weiß auch jeder, aha, da ist jemand da, der das Ganze halt beobachtet. Nein, es macht Spaß. Also ich bin auf der Seite bin ich jetzt genauso glücklich wie an der Seite, muss ich dir sagen. Okay. An der Seite hast du noch mehr gefiebert. Mhm. Ja. Da hast du mehr gelassener drin. Wahrscheinlich. Jetzt bist du ein bisschen gelassener, ja. Aber dann war ja mein Beispiel als Obertrainer ja gar nicht mal so verkehrt. Nein, du musst schon Ahnung haben vom Fußball. Wenn du, nee, ich meinte jetzt nicht vom Ahnung, also dass du da wirklich über den, nicht über, das ist vielleicht das falsche Wort, aber sozusagen so das Sammelobjekt für alle bist, sozusagen. Du sammelst Anlaufstelle. Alles. Genau. Ich bin der Anlaufstelle, genau. Ja. Genau. Ich bin für alle Beteiligten. Ja gut, aber wir sind ja für den ganzen Verein da. Klar, gehst du auch beim Männerspiel mit hin, sagst, okay, was hast du da gesehen? Wie sind deine Schützlinge, die letztes Jahr bei euch waren? Mhm. Und wo gibt es Bedarf? Wo kannst du eigentlich noch deinen Jugendspieler motivieren? Mhm. Schaut man nach oben. Also das sind schon sehr viele Aufgaben, die ineinander greifen. Mhm. Und ja. Was macht dir am meisten Spaß? Wenn ich ins Spiel mir zugucken kann. Also Spiele wenn du gucken. Wirklich Spiele beobachten kannst, okay. Und dann am besten mit Rocco zusammen, wenn wir da oben sitzen und dann jeder hat so seinen Senf dazu und okay. Das ist schon interessant. Und was hast du Spaß. Abgöttisch an deinem Job? Ja, wenn die Leute, wenn du erst aufbauen musst, wenn die Jungs irgendwo verloren haben und du bist derjenige, an dem sie sich jetzt hochziehen könnten, wo du sagst, Junge, komm, ist doch nicht so schlimm. Es war doch eigentlich gar nicht so schlecht. Und dann musst du halt das Ganze aus der positiven Seite noch sehen und das auch dann so vermitteln, dass sie sagen, okay, so schlecht kann ja gar nicht gewesen sein. Mhm. Und dass sie bis zum nächsten Spieltag halt wirklich dann das Ganze besser verarbeiten. Okay. Ich komme mal kurz zurück ins Private. Du hast vorhin angesprochen, aber davor gibt es noch ein, zwei Comments, die ich dir ansage. Aber du kannst ja schon mal überlegen. Du hattest ja angesprochen, dass ihr eine fußballverrückte Familie seid. War es für dich einfacher, weil ich kenne das aus meiner Situation. Also meine Frau hat mich kaum begleitet, sie hat mich immer unterstützt, gar keine Frage. Ja. Aber sie war nie bei, weil es war einfach ein bisschen anders. Ne? Ja. Genau. Konntest du davon profitieren, dass Jenge immer mitgekommen ist? Oder hast du denn auch irgendwann mal gesagt, jetzt, ich hoffe, sie hört nicht zu, ich sage jetzt mal so, bei den Deutschen gibt es ja einen Ausdruck, seid ihr euch nicht irgendwann auf den Sack gegangen? Aber ich vermute nicht, weil ihr seid jetzt wie lange liiert? Wir sind seit 36 Jahren verheiratet. Also bitte, also es hat nicht geschadet, aber ich muss trotzdem mal fragen. Also es gab doch bestimmt Momente, wo vielleicht gesagt, oh, bitte Schatz, jetzt nicht. Also eigentlich nicht. Also das heißt, sie hat mal sicherlich mal ein Fett abgekriegt, ja. Weil das halt nicht so lief. Und dann kam sie wahrscheinlich, hat sie irgendwas gesagt. Aber im Großen und Ganzen bin ich eigentlich schon froh und stolz darüber, dass wir vieles gemeinsam machen konnten. Und ich bin sicher, wenn ich diese Unterstützung nicht gehabt hätte, hätte ich sicherlich auch diese Erfolge auch nicht feiern können. Ganz einfach. Okay. Du hast jemanden, der an deiner Seite steht. Mhm. Du hast jemanden, mit dem du vieles teilen kannst. Mhm. Damals, wie sie angefangen hat, wusste es zwar, wie ein Ball aussieht, ja. Aber jetzt kann sie dir erklären, was ist 4-4-2 und was ist Abseits und sowas alles. Da hätte ich das gewünscht, hätte ich Inge eingeladen. Ist, ich weiß gar nicht, sie war schon mal bei euch und wurde auf dem Platz interviewt. Ja. Aber das ist halt wirklich so, die kann mit dir über Fußball diskutieren. Herrlich, Wahnsinn. Und noch nicht mal jetzt mit wenig Wissen oder so. Ja. Da steckt schon viel dahinter. Und also sozusagen eine Traumfrau für dich. Also ich bin froh, dass ich sie habe. Mikrofon, Kevin. Ja, kannst Kevin? Du? Nee, kriegen wir selber einen, Kevin. Alles gut? Geht's? Ah, perfekt. Reicht. Hörst du uns noch, Kevin? Sag mal was, Hassan Abi. Kannst du mich hören? Ja, aber. Ah, perfekt. Ja, also das ist uns vor lauter Aufregung. Ne, so viel Bewegung, viel zu genau, Temperament. Wenn man über die Liebsten im Leben spricht, ne, dann geht einem das Herz auch schon mal auf. Ist ganz ja, normal. Nee, also ich bin stolz und froh wirklich, dass ich sie an meiner Seite hatte. Ich möchte explizit grüßen, Jenge. Sei mir nicht böse, dass ich jetzt so nachgefragt habe, aber das musste auch mal sein. Ne? Manchmal ist halt auch mal eine kritische Frage angebracht. Sie ist die, wie haben Sie sie genannt?
Mutter der Nation, haben die Jungs glaube ich. Und so eine nette Dame, wirklich. Ich hoffe, dass sie lange, lange Zeit gesund bleibt und an deiner das Seite bleibt. Das ist das Wichtigste, ja. Und dass ihr zusammen bleibt, also nur das Beste. So, danke. Jetzt kommen wir wieder zurück zu unseren Kommentaren. Oliver Galetzki sagt, Hassan hat immer ein offenes Ohr. Wer ist Oliver Galetzki, Hassan? Ein sehr guter Freund, sehr guter Trainer, sehr guter Mensch. Der hat bei uns jetzt letztes Jahr die U14 trainiert. Okay. Und seitdem er angefangen hat, haben wir eigentlich schon einen duften Dialog miteinander gehabt. Okay. Gibt so Menschen, wo du auf einmal wirklich so alles miteinander passt und wo du gut kommunizieren kannst. Leider verlässt er uns jetzt Ende des Saisons. Okay. Aber viel Erfolg. Trotzdem, auch viel Erfolg Ihnen weiterhin, ja. Olli, viel Erfolg, schönen Dank für deine Grüße und für deinen Kommentar. Onur Demirkol winkt uns zu, grüße euch, Yalçın und Herr Keskin, Glückwunsch für die Erfolge. Danke. Meinte dich, Hasan Abe. Jalle, dir nach dem Abgang beim BHK wünsche ich schnellstmöglich ein Mikrofon im Stadion. Ja, mal schauen, was passiert, Onur, vielen, vielen Dank. Wer weiß, was da noch alles kommt. Also, ich bin offen für alles, aber vielleicht kann ich es ja bald verkünden. Ich habe schon was im Petto. Aber später. Dann kann ich dich interviewen nachher. Ja, genau. Hasan Abe, U19, U17, Bundesliga. Du hast Erfahrung schon gesammelt. Ich stelle mir unter Bundesliga immer vor, natürlich, wir kennen es so aus der Profiabteilung. Ne? Ja, Bundesliga kenne ich ja nur so die Männer und dieses und jenes. Ich stelle mir das unheimlich schwer vor, in der Abteilung schon, ich sage jetzt mal, in der Bundesliga gibt es Scouts, du hast Helfer, du hast dieses, jenes. Wenn ich mir aber anhöre, was du mir jetzt vor 10 Minuten erzählt hast, sei mir nicht böse, wie schaffst du das mit deinem Job zu vereinbaren? Das ist ja eine Mammutaufgabe teilweise in der Regionalliga und sowas alles. Ja, und jetzt kommt die Bundesliga dazu. Es ist ja so, alleine bist du nichts in diesem Geschäft. Ja, ja. Also war jetzt vielleicht es sei denn, du hast vielleicht ein paar Millionen, wo du sagst, ich habe meine Million, kann meine Leute mir aussuchen. So ist es nicht. Also ich denke, wir haben da eine sehr, sehr gute Aufgabenteilung. Scout haben wir in dem Sinne nicht, aber es gibt ja so viele Scouters in Berlin. Auch das ist ein Thema, über die musst du irgendwann eine Sendung machen. Da über die Scouts in Berlin? Ja, oder sogenannte Scouts, okay. Spielerberater, die sich so bestimmen. Hast du da jemanden, den du vertrauensvoll findest? Über den man, reden kann? Also es ist nicht so ganz meine Baustelle, weil mittlerweile tun mir die richtigen, guten Spielerberater wirklich auch leid, weil es bewegt sich so vieles auf dem Platz, was sich als solches beschimpft und einem 16-Jährigen so viel Mist in den Ohren flüstert, wo du nachhinein sagst, Junge, wie kannst du so viel Mist erzählen? Du hast noch nicht mal Trainererfahrung oder sonstiges, aber du siehst ihn schon wahrscheinlich in Champions League. Das tut weh und das ist ein Thema, da kannst du wirklich stundenlang diskutieren. Nicht nur diskutieren, auch wirklich reden. Nimmt man natürlich gerne zur Kenntnis, liebe Extra-Time-Zuschauer. Sollte jetzt ein Spielerberater natürlich da draußen vor Facebook sitzen und sich gerne mit uns unterhalten wollen oder mich gerne besuchen wollen, dann könnt ihr euch gerne bewerben. Nein, aber ich will nur ganz schnell nochmal grußlos werden. Mehmet Yiğit sagt, schöne Grüße an Hasan Hoca. Ein Vorbild für mich, Mehmet Yiğit. Kennst du, perfekt. Sehr gut. Toni Petrina, Hasan, sehr guter Toni. Mann, bleib gesund. Toni, danke. Unser Toni. Danke, Mehmet, danke, Toni. İsfahan Demir ist dabei, Mesut Özcan ist dabei, Chris Hill schaut mittlerweile zu. Also wir haben schon ein paar Zuschauer. Ja, nur mal auf zurückzukommen. Also man muss ja wirklich da differenzieren. Ne? Du kannst nicht sagen, alle. Aber es gibt wirklich, deswegen habe ich extra betont, es tun mir die leid, dessen die Namen eigentlich in Verruf kommen. Ja, ja. Weil das nennt sich mittlerweile jeder als solches. Ja. Und du hast da wirklich ein Problem als Außenstehender, Eltern genauso wie Spieler. Was ist gut, was ist nicht gut, wer macht das wirklich so, wie es machen muss, und das ist, ich denke, ein Problem in Berlin generell sowieso. Weil wie kann ich einen 14-Jährigen eigentlich oder 13-Jährigen aus seiner Schule, aus seinem gewohnten Lebensraum fast mit allen möglichen Mitteln irgendwo versuchen wegzukriegen, damit dieser eine Mensch vielleicht 200 Euro oder 300 Euro bekommt irgendwo. Und das tut mir so ein bisschen weh, und wenn ich dann immer mit Eltern rede und wo ich dann sage, musst du selber wissen, meine Meinung ist dies, und nach einem Jahr hörst du, ja, aber ich habe leider auf dich nicht gehört, kannst du mir einen neuen Tipp geben? Da sage ich immer, dann geh dahin, wo du schon mal eine Beratung gehabt hast, ist besser. Wir können nur helfen wollen, also wir sind Trainer, wir sind keine, in dem Sinne, diese Beratertypen, die um Gottes Willen aus jedem, was sie sehen, vielleicht einen Cent schon mal rausholen wollen. Das tut weh und das ärgert mich so ein bisschen, weil es tun mir die Kinder weh. Die tun mir wirklich leid. Und die sollte man vor diesen Leuten schützen.
Gebe ich dir vollkommen recht, gar keine Frage, aber ich sage mal, Scout war jetzt nur eins. Ich meine, U19 jetzt trainiert, ne? die trainieren jeden Tag. So. Du darfst jetzt eins nicht vergessen. Wir haben ja jetzt schon eigentlich Strukturen gehabt, die in meinen Augen schon Bundesliga fast tauglich waren. Wir haben sicherlich noch mehr auf dem Petto, die wir sicherlich im Laufe der Zeit veröffentlichen werden. Aber wir müssen jetzt natürlich, das Wichtigste ist, mehr trainieren als vorher. Das heißt, die Jungs haben schon 5-mal trainiert und jetzt musst du sehen, dass du auf 7-mal kommst, damit du auf den gleichen Level einigermaßen mit denen mithalten kannst. Die Schule und sowas alles? Ja, und das ist unser, weil wir sind kein Nachwuchsleistungscenter. Das heißt, du kannst die Leute nicht, die Schüler aus der Schule holen und sagen, so jetzt haben wir aber 2 Stunden extra Training, genau. So wie bei Union oder bei Hertha. Genau. Aber in der U19 hast du schon mal Spieler, die ihr Abitur schon hinter sich haben, schon langsam mit Studium beginnen oder da diesen freien Zeit noch haben, wo sie vormittags trainieren können. Okay. Es sind nicht weniger, es sind mittlerweile 12 Spieler. Okay. Und das ist schon nicht wenig, mit denen du vormittags auch was machen kannst. Okay. Und dafür gibt es auch Trainerkollegen, die extra dafür abgestellt sind. Aber U17 kommt ja nicht in Frage. U17 wird dann sicherlich nur an den Tagen, wo halt schulfrei ist, versuchen, zweimal zusätzlich zu trainieren. Und damit musst du sehen, dass du diese Liga hältst, aber wir sind nicht die Einzigen, die unter diesen Bedingungen sind. Gott sei Dank sind nicht alles Nachwuchsleistungszentren. Und da muss man sehen, dass man die Punkte da holt, wo es eigentlich sein muss und gegen die nicht zu verlieren, die als direkte Konkurrenten zählen. Was müsste passieren, dass die Klasse gehalten wird jetzt noch? Also viele Spiele gewinnen. Okay. Sehr diplomatische Antwort, Hasan Abel. Also das weiß ich selber, liebe Extra-Time-Zuschauer, dass man viele Spiele gewinnen muss, um die Klasse zu halten. Aber so viele gewinnen, dass man über den Strich bleibt. Schön, danke. Nein, ich meinte jetzt wirklich, wenn man jetzt überlegt, da kommt ja auch schon ein bisschen was auf euch zu. Und ja, wovon machst du das abhängig, dass es eine erfolgreiche Saison für die Jungs in der Bundesliga wird? Ich hoffe, dass wir von Verletzungen verschont werden. Denn das ist doch eine Belastung, die eine Stufe höher ist, als was du in der Regionalliga hast. Du hast mit RB Leipzig, mit Wolfsburg Gegner, die sicherlich ganz andere Möglichkeiten haben, die bessere Möglichkeiten haben wie wir. Da machen wir uns nichts vor. Wir messen uns halt mit dem Besten der Besten. Aber ich denke, Fußball wird immer noch auf dem Platz gespielt. Und Herz, Leidenschaft und Siegeswille, das sind schon auch schon entscheidende Sachen. Wo man damals, als ich in die Bundesliga aufstieg und gegen Osnabrück 2-0 hier zu Hause gewonnen hat, ich weiß nicht, ob du dabei warst, war ein super Spiel. Und da hat dann, glaube ich, der Osnabrücker Presse damals geschrieben, die Straßenkicker aus Berlin gewinnen gegen unserem Osnabrück, die ja nun wirklich sehr professionell sich darauf vorbereitet hatten. Ja, aber deswegen sage ich auch, das ist eben Fußball. Fußball lebt nun mal von Leidenschaft, Emotionen, vom Fleiß, von Siegeswille, von Einstellung. Und ich denke, wenn vieles davon bei uns stimmt, wovon ich ausgehe, weil ich sehe auch die Spieler, die da sind, ich sehe die Trainer, mit denen wir ständig auch in Kontakt sind, die haben halt auch diesen Willen, auch unbedingt in dieser Klasse weiter zu bleiben. Und das macht mich auch eigentlich sehr optimistisch und ich glaube schon. Wir packen es. Wir haben keinen Druck. Mein Gott. Wenn also es wieder runter geht, ist auch kein Bein. Dann geht es auch wieder hoch. Okay. Aber wir wollen nicht runter. Hast du eine kurze Frage, um das Thema so ein bisschen rund zu machen, abzuschließen? Die Jungs werden härter arbeiten, die werden mehr machen müssen. Habt ihr euch schon mal Gedanken, also Punkt 1, habt ihr euch schon mal Gedanken gemacht, ob ein Jugendleistungs- oder Nachwuchsleistungszentrum möglich für Viktoria wäre? Also Punkt 1. Und Punkt 2, gibt es bei euch in der Bundesliga denn für die Jungs schon den ein oder anderen Taler oder ist es nicht so? Also jetzt, du musst keine Summen nennen, nein. Aber gibt es Verträge, wo die Jungs halt gebunden werden über 3, 4 Jahre, 2 Jahre oder wie auch immer? Also zunächst mal, als ich damals mit Simon die erste Männer übernommen hatte bei Viktoria, wir wussten heute nicht, wo wir morgen trainieren würden. Also weil du bist ja auf Rasenplatz angewiesen gewesen und du warst froh, dass du überhaupt was bekommen hast und bist dann durch halb Berlin getigert quasi. Das kenne ich noch. Die Situation kenn ich. Jetzt hat sich da schon sehr vieles getan und wir wollen also Nachwuchsleistungscenter werden. Wenn wir das dieses Jahr noch nicht schaffen, wird der Verein sicherlich mittelfristig das Ganze in den Angriff nehmen wollen und müssen. Du weißt, in Berlin sind die Plätze rar und du kommst nicht überall. Also wir trainieren ja auf der Bose,
Und der Verein ist in Ostpreußen da. Genau. Das heißt, du siehst schon, wir sind schon ausgegliedert überall. Und jetzt muss man sehen, ob man nicht irgendwann halt es schafft, diese, sag ich mal, Räumlichkeiten oder Möglichkeiten so zu gestalten, dass man sagen kann, wir sind jetzt in der Lage, ein Nachwuchsleistungszentrum zu werden. Das ist das Ziel. Ja, da arbeitet der Verein mit Hochdruck dran, das weiß ich. Aber wenn du sagst, Spieler trainieren, mehr tun und machen, ja, das hat immer zwei Seiten in meinen Augen. Klar soll diejenigen, die perspektivisch für uns was für Männer erster Bereich, für erster Männerbereich sind, auch Verträge bekommen, bekommen sie auch. Wir haben, glaube ich, mittlerweile insgesamt mit U17 fast 10 Spielern Verträge gegeben, die dann nicht auf ein Jahr, sondern etwas langfristig ausgelegt sind. Wo wir dann auch denken, perspektivisch, das sind die Spieler, von denen auch unser erster Männer profitieren wird. Das muss auch das Ziel sein. Wir leben davon, dass wir Jungspieler gut ausbilden, damit sie im Männerbereich Chance bekommen. Aber generell ist das eine Bühne, das ist Bundesliga. Glaub mir, da kommt jeder wirklich. Die können sich beweisen, da sagst du, die kommen da freiwillig hin. Ja, freiwillig und mit so schnell kannst du gar nicht gucken, wie schnell die da waren auf einmal. Okay. Aber das heißt, die wollen auch diese Bühne nutzen. Ich meine, das tut jeder für sich. Das ist eine Möglichkeit, wenn sie das schaffen, in diese Mannschaft hineinzukommen. Ja, da können sie vielleicht den nächsten Sprung in diese Profiliga. Und das muss das Ziel sein für diejenigen, die sich da eigentlich auch unter Beweis stellen wollen. Ich drücke dir auf jeden Fall ganz fest die Daumen. Danke also, dir. Dass du deine Ziele oder eure Ziele, eure Ziele mit Victoria, die ihr euch als Team gesetzt habt, mit den Mannschaften, mit den Trainern zusammen, dass sie die auf jeden Fall erreicht. Dass du lange, 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 lange gesund bleibst, hoffentlich. Dass du dem Fußball lange erhalten bleibst, auf jeden Fall. Dass wir Corona bald vorbei haben. Dass Corona bald vorbeigeht, hoffe ich. Auf jeden Fall wünsche ich dir nur das Beste, Asanabe. Also, es ist wirklich mir, ich freue mich unheimlich, dass du heute nochmal zu uns gekommen bist. Gerne. Jetzt hat Chris Hild geschrieben, wahre Worte bezüglich Spielerberater. Die schlimmsten Spielerberater sind meistens aber leider die Eltern. Was kannst du dazu sagen? Hat er da recht? Oder? Man muss nicht immer auf vielleicht Eltern schieben. Die kriegen ja auch immer wieder zugeflüstert. Die stehen dann zwischen Baum und Borke quasi. Ja. Das heißt, die haben wirklich nicht einfach. Da kommt halt irgendjemand, flüstert dir was zu. So, und jetzt bist du eigentlich gefordert, wie willst du das deinem Kind beibringen? Er muss bodenständig bleiben. Ja, ja. Auf der anderen Seite willst du ja, dass er was irgendwie erreicht. Klar sind die Eltern eigentlich die Ersten, die sich dagegen wehren müssten. Aber das gelingt leider nicht immer. Okay. Ein Teil Recht muss ich ihm geben. Die Eltern müssten halt wirklich an erster Stelle da hellwach sein. Chris, hast recht gehabt, hat er gesagt, aber nicht immer alles auf die Eltern schieben. Denn Alpha Alpha hat gefragt, jetzt, Hassan, aber ich bin alt geworden, merkst du, ich sehe nichts mehr. Oder ich muss die Brille wechseln wahrscheinlich. Wechsel besser. Wechsel, ne? Warum klappt diese vorbildliche Arbeit nicht wie in einem traditionellen türkischen Verein wie Türkiyemspor, von Landsmann zu Landsmann? Ich vermute mal, dass er diese Situation meint, jetzt bist du nun ein Mann mit Migrationshintergrund, der bei einem gestandenen deutschen Club arbeitet und, sage ich jetzt mal, sehr gut und erfolgreich arbeitet. Warum schaffen es Mannschaften wie Türkiyemspor zum Beispiel nicht, diese Kontinuität und diese leistungsbezogene Arbeit hinzubekommen? Also ich habe ja bei Türkiyem gearbeitet, sehr erfolgreich. Ja, aber ich hab, hast du ja von anderer Weise denn irgendwo noch einen Stock zwischen die Beine gekriegt und konntest nicht weitermachen. Und das meinte er auch wahrscheinlich. Warum das immer so passiert, dass erfolgreiche Leute manchmal auch mit Füßen getreten werden. Also ohne jetzt jemandem zu nahe zu treten. Du hast vorhin irgendwas gesagt von Mentalität und von sonstigem. Ja, aber kann man sich abstellen? Gibt es da keinen Knopf für? Es wäre schön, wenn man öfters vielleicht so einen Knopf hätte im Leben, den man abstellen möchte. Aber das ist ein Problem, glaube ich, diese Vereine selber. Das hängt sicherlich mit der Mentalität zusammen. Das hängt, ich sage immer, mit wir reden zwar viel von Professionalität, aber jeder versteht was anderes drunter. Und ich muss dir ehrlich sagen, ich bin mit Herzbluten von Türkiyem weggegangen. Also hat es eigentlich so, leid getan. So weh hat es mir eigentlich in fast keinen anderen Verein getan. Okay. Und die Zeit, das war wirklich so eine eingeschworene Truppe. Du hast wirklich Freude, Spaß, Erfolg. Und
Es gibt viele Gründe, sage ich mal. Ich könnte jetzt ausholen, okay. Möchte ich nicht. Wir haben nur noch 5 Minuten. Ja, deswegen, nein, das mache ich nicht. Es hat wehgetan, weil wir waren nicht erfolglos da. Mhm. Du bist da im ersten Jahr aufgestiegen in die Regionalliga. Du warst dann auf irgendwann Platz 4. Mhm. Du holst im nächsten Jahr Berlin-Pokal und danach fährt die Mannschaft für Bundespokal weiter, DFB-Pokal. Mhm. Und du hast, alle sagen ja, alles toll, und irgendwann fühlst du dich in die Ecke gedrängt, heißt, du musst gehen. Mhm. Verstehst du nicht, du kannst dir sowas nicht kannst begreifen. Da wächst dir was ins Herz. Aber das Schöne ist, dass auch die damaligen Vorstandsmitglieder immer noch auf dich zukommen und sagen, wie toll das war, wie schön diese Zeit war. Und, das ist auch kontrovers, also zu sagen, okay, war schön, war toll, es aber ist vieles kontrovers. Und ja, ich bin sehr ungern gegangen, muss ich dir sagen, weil die haben mir schon so weit gedrängt gehabt, dass ich vor dem Pokalspiel abtreten sollte. Ja, und da habe ich gesagt, so Leute, ich hole den Pokal und dann gehe ich. Okay. Wo sie nie dran geglaubt hatten. Und du hast ihn geholt und bist gegangen. Wir haben ihn geholt und am nächsten Tag habe ich gesagt, Leute, ich gehe. Und das ist dann so meine Standpunkt, weil du vorhin gesagt hast, warum bist du da gegangen und du hast so lange auf Platz 1. Ja, ist okay. Man muss halt selbst dann auch den Zeitpunkt bestimmen dürfen. Und das mache ich dann auch für mich. Schade, das ist ein Thema. Schönen Gruß an Alpha Alpha. Darüber könnten wir wahrscheinlich nochmal tagelang reden. Wir könnten nochmal eine Sondersendung machen. Du warum ist Hasan Keskin bei Türkei vorgegangen? Nicht. Nein, das war doch nur Witz. Mich darfst du immer nicht allzu ernst nehmen. Ich schmeiß immer wieder mal einen Spruch rein. Aber wer weiß, wie die das ernst nehmen oder nicht. Aber auf alle Fälle ist das ein Ding. Das ist ein Problem. Diese Vereine, ja, bin ich bei dir. Aber da müssen sich die wirklich erst hinterfragen. Und das tun sie, glaube ich, nicht. Kaum einer. Ne? Da hinterfragt sich keiner. Und ich muss dir ehrlich sagen, ich bin einer von den Leuten, vielleicht du auch, wo er sagt, wenn irgendwas schief läuft, bin ich erstmal der selbst. Eigene. Genau. Ich hinterfrage mich immer, was hättest du besser machen können. Aber auch wenn ich irgendwas gewonnen oder irgendwie nach einem Spiel gewonnen habe, sage ich, oh, hättest du noch was besser machen können. Also man muss sich ja irgendwie weiter, denke ich, entwickeln. Und das kannst du nur so machen, wenn du dich weiter hinterfragst. Vollkommen richtig. Vielen, vielen Dank, Hasan Abi, dass du Alpha Alpha hat auch geantwortet. Danke für die Antworten. Gruß, Aşkın Küçük Kalfa. Danke, dass du uns deinen richtigen Namen genannt hast, Aşkın. Muss gleichzeitig sagen, dass mein Vater auch so hieß. Ja, also dementsprechend schön. Vielen Dank für deine Fragen, dass du so schön daran teilgenommen hast. Metin Acar, unser Bürgermeister, hat hier auch reingeschrieben in seiner Art und Weise, wie wir ihn eigentlich alle kennen. Mitte? Na, fast so ungefähr, Hasan Abi. Super Deutsch, perfekt. Tebrikler Hoca mit guter Equipe. Oh. Leider ist er nicht dabei in dieser Equipe. Ja, sag ihm das. Metin Abi, hast du gehört? Leider bist du nicht dabei in dem vielleicht Equipe. Vielleicht kommen wir wieder zusammen. Irgendwann kommen wir vielleicht zusammen. Irgendwann wird es wieder. Aber ich glaube, der sitzt gerade in der Türkei. Der kann sein. Ich habe heute irgendwo gepostet. Auf Facebook? Nee, in Deutscher Bahn saß er, glaube ich. Habe ich gesehen. Er ist ja so schnell. Genau. Und dann hat er irgendwie in der Türkei mit seiner allgewöhnlichen Shisha-Pose hat er irgendwo in der Türkei gesessen. Und wir haben ihm alle noch einen schönen Urlaub gewünscht. Mehmet, ihr Süpersiniz. Dankeschön, Mehmet-Cim. Vielen, vielen Dank. Siz de Süpersiniz. Ihr seid auch alle super. Also es ist wirklich, es macht immer wieder Spaß. Auch wenn es mal wenige Zuschauer sind, Hasan Abi, manchmal sind es mehr. Ach. Aber wir machen es aus Leidenschaft. So wie du das, deinen Job als Jugendkoordinator aus Leidenschaft machst. Du musst viel Idealismus halt mitbringen. Das ist in diesem Geschäft so. Guck mal, die Stunden, die du da hier verbringst und wir eigentlich mit dem, das kann keiner bezahlen. Und das ist unmöglich. Und daher ist es, ich sage immer wieder, du musst mit Liebe, Leidenschaft, aber auch mit viel Idealismus das Ganze machen, angehen. Dann bist du dann auch irgendwo da, wo du vielleicht hin willst. Hm. Punktlandung. Hasan Abi, 19.59 Uhr ist es jetzt. Sind wir nicht gut. Wir sind schon fast durch. Meine letzte Frage ist immer, möchtest du gerne noch meinen Zuschauern oder unseren Zuschauern heute natürlich noch was mit auf den Weg geben, noch was sagen, bevor ich die Sendung dann sozusagen beende? Ja. Dann hättest du jetzt die Chance, bitte. Okay. Ich hoffe, dass wir nicht alle zu sehr gelangweilt haben, zu sehr vielleicht genervt haben. Dass sie einigermaßen Spaß hatten. Ich hatte viel Spaß ich mit auch. Dir. Ich auch. Das war ein richtig schönes Gespräch, danke. Wie im Café. Genau. So habe ich mich gefühlt. Und das danke nochmal. Ja, gerne. War leider kein Kaffee diesmal dabei. Bei uns war nur Wasser heute. Wir haben noch keine Kaffeemaschine. Alles gut. Und ich hoffe, dass wir uns dann irgendwie mal wiedersehen. Sehr gerne. Und
ich freue mich, dass ich solche Menschen wie dich kennengelernt habe. Dankeschön. Ich freue mich natürlich auch riesig, dass ich ein Teil von dir sein darf, weil, wie gesagt, ich weiß gar nicht, kann mich gar nicht erinnern, wann wir uns mal kennengelernt haben. Aber weißt du, wie mir das vorkommt, Hassanabe? Als ob ich dich schon ewig kenne irgendwo. Also so ist das ist wirklich, genau, das so ist wirklich manchmal auch so, als ob ich dich ewig kenne. Und deswegen bin ich dir auch sehr dankbar, weil du bist immer ein fairer Sportsmann, hast immer ein offenes Ohr, nicht nur für deine Trainer, sondern auch für uns teilweise. Also dementsprechend bleib bitte so, wie du bist. Ich gebe mir Mühe. Das wäre sehr toll. Ich will mich nicht ändern. So, vielen Dank für die Einladung. Moment, also wir machen noch nicht so, wir müssen erstmal verabschieden. Liebe Extra-Time-Zuschauer, das war es schon wieder mit einer Sendung Extra-Time, der Berliner Fußball-Talk auf TDBIT. Und mir hat es wieder wahnsinnig Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank für euren Support. Natürlich auch fürs Teilen und fürs Liken und Kommentieren. Kann immer besser werden, immer mehr werden. Ich bedanke mich natürlich auch bei unserem Gönner, Sponsor der Fußballschule Volltreffer, die nächsten drei Sendungen mit uns zusammen sind. Und Näheres erfahrt ihr dann auch in den nächsten Sendungen, wer überhaupt die Fußballschule Volltreffer ist. Also, dementsprechend, Freitag heißt es sportlicher Leiter Eintracht Marsdorf, da gibt es bestimmt viel zu erzählen. Und am Montag, nach dem Wochenende, nach dem Verbandstag sozusagen, ist es der Präsi Bernd Schulz. Und jetzt habe ich genug gelabert. Ich danke, dass ihr eingeschaltet habt. Ich sage danke, 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 danke. Und wie immer mit den Worten Peace and Love, euer Jalle und mein heutiger Gast Hasan Keskin. Schön, dass du da warst. Dankeschön. Gerne. Tschüss. Ciao.